Hallo YouTuber und willkommen zu einem neuen Video auf mymojo.de. Wie man wahrscheinlich hören und sehen kann, bin ich erkrankt und liege im Bett. Die AK Professional MPK Mini liegt gerade vor mir und ich werde wie versprochen ein Unboxing und Unpacking Video davon machen. Das wäre die Verpackung der MPK Mini. Oben natürlich die MPK Mini. Ich glaube, das ist sogar die 1 zu 1 Größe, werde ich später sogar noch testen. An der Seite die Beschriftung. Und an wirklich allen Seiten nochmal die Beschriftung mit der MPK Mini. Nichts anderes außer die Beschriftung. So. An der Rückseite nochmal MPK Mini Laptop Production Keyboard, kurz mit Bildern gezeigt, was es kann. USB compatible, Real Keyboard Action und MPC Style Pads. Hier nochmal ein Bild, wo es verwendet wird, meistens an Notebooks. Hier die Funktion, also die Features auf Englisch und verschiedenen anderen Sprachen und dann noch auf Deutsch. Ganz unten in der Ecke steht, was in der Verpackung drin sein sollte: Package Contents, MPK Mini Keyboard Controller, USB Cable, Software CD, including Preset Editor and Quick Start Guide. Das wäre die Verpackung der MPK Mini. Wollen wir die Verpackung mal aufmachen? Die MPK Mini liegt so in der Verpackung. Ganz einfach gehalten, aber formstabil. USB-Kabel. Das war an der einen Seite. So, ein bisschen fest an. Fest in der Verpackung drin, so jetzt habe ich es rausbekommen. Die MPK Mini, dazu komme ich gleich noch. Was ist sonst so in der Verpackung drin? Unter der MPK Mini ist die CD mit dem Editor und wichtige Sicherheitsinformationen und Garantieinformationen liegen als Heftchen mit dabei. Und ganz unten ist da noch ein Coupon für Ableton Live, um es günstiger zu bekommen, weil die MPK Mini selbst damit super arbeiten kann und viele Presets dafür liefert. Versprochen, testen wir nochmal, ob es wirklich so ein 1 zu 1 Bild darstellt. Nicht ganz. Ja, nicht ganz. Es fehlt nicht viel, aber es ist kein 1 zu 1 Bild. Kurz nochmal die MPK Mini zeigen. Hier oben die 8 Pads und die Controls dazu, um mit verschiedenen Programmen gut arbeiten zu können, sollte es ausreichend sein. Die Presets dafür könnt ihr im Editor dann auswählen, auch ändern. Hier die Potties und die 25 Keys, also Tasten. Hier nochmal USB-Anschluss. So, auf der Rückseite nichts Besonderes, außer die Seriennummer, die euch natürlich nicht zu interessieren hat. So, das wär's. Das war das zum Unboxing-Unpacking-Video zum MPK Mini. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr von mir sehen möchtet, abonniert meinen YouTube-Channel und gebt diesen und vielen anderen Videos, die ich habe, einen Daumen hoch. Ganz zum Schluss noch, wie immer, Peace over and out. To mutate!